und dann der Highlight. Wer wird der Jubiläumshallenmeister 2004? 10 Jahre Hallenfußball in Essen. Was im ersten Jahr noch so ganz leger aussah, an den Haaren herbeigezogen wurde, entwickelte sich von Jahr zu Jahr zu einer tollen Aktion und ein würdiger Rahmen in der Halle am Hallo in Stoppenberg. Pastor Hagenau, die erste Hallenmeisterschaft an der Klapperstraße in einer mickrigen Halle. Und die war schon toll. Und die 10. war auch toll. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ein Kompliment an Wilfried Tönnissen und an seine Truppe. Die Vorbereitungen laufen schon für die 11. Hallenmeisterschaft. Aber wir sind jetzt erstmal beim Endspiel. Und das ist weitaus wichtiger. Sie möchten gerne wissen, wer ist Hallenmeister 2004 geworden. Sie wissen es doch schon. Sie wissen es schon. Und es sollte richtig gut zur Sache gehen hier am Hallo im letzten Spiel. Torhüter Perez mit dem langen Ball. Die Bredeneier aufgepasst und nachgerückt. Und Leiter dieser Partie ist der Bundesliga erfahrene Schiedsrichter Jürgen Jansen aus Essen natürlich. Ich kann Ihnen sagen, in den ersten Minuten war so ein Abtasten. Keiner wollte so richtig seine Waffen zeigen. Es sah lange, lange, lange nach einem 0-0-Spiel aus. Und dann musste Torhüter Perez sein ganzes Können unter Beweis stellen hier. Bei dieser ersten richtig guten Möglichkeit für Bredeney. Und auf der anderen Seite hatten wir gerade auch eine gute Möglichkeit für Kupferdreh gesehen. Schöner Querpass auf die rechte Seite. Klasse gemacht von Marcel Gehrig. Die ersten Spielstände wurden per SMS weitergeleitet, wie Sie gerade hören konnten. Und die Bredeneier, die waren frischer jetzt in diesem Endspiel. Hat es zu viel Kraft gekostet, das Spiel? Oder war es Taktik auf Seiten der Kupferdreher? Nein, Standfußball war es nicht, das Endspiel. Taktik. Es steht zu viel auf dem Spiel, dachte man sich. Und erstmal wieder Ruhe reinbringen. Ein schöner Schuss, aber kein Problem für den besten Torhüter des Turniers. Er wurde nach dem Endspiel auch noch ausgezeichnet. Mit der Torhüter Marco Glenz von Fortuna Bredeney. Aufgepasst, schöner Pass in die Mitte. Klasse ausgeguckt. Ein super Querpass. Und ein schönes Tänzchen, würde ich mal sagen. Den Schuss angetäuscht. Kalusche macht das 0:1 für Fortuna Bredeney. Köthe, der Torschütze, zu diesem super tollen Tor und hier etwas zu schwach, aber die Idee war nicht schlecht. Ein Fehler in der Abwehr. Und mit der Brechstange dieser Distanzschuss zu hoch angesetzt. Kupferdreh konnte sich nicht lösen. Okay, und dann, das war ein Foulspiel. Und das waren aber auch keine schönen Aktionen in dieser Situation. Beide 2 Minuten. Muss ich einfach sagen, also der Spieler von Bredeney, Thomas Küpper, hatte gar nichts gemacht in dieser Situation während die 2 Minuten nach diesem Ellbogencheck von Michael Rosbach korrekt gewesen. Für ihn ja, für den Spieler von Bredeney, nein.
2 gegen 3. Wer wird sich durchsetzen? Glänz auf alle Fälle mit dieser Parade. Tam. Und ein schöner Schuss zum 1:1. Super ausgeguckt, klasse, elegant am Spieler vorbeigezogen und dann die lange Ecke. Sie kennen diesen Spieler. Ja, genau, er war es. Markus Köthe. Er wird eingehen in die Geschichte. Sekundenverschluss, das 3:4 erzielt gegen Rot-Weiß Essen. Hier den Ausgleichstreffer zum 1:1. Und jetzt gab es natürlich ein großes Murren unter den Zuschauern. Beide Spieler hatten ja je 2 Strafminuten bekommen auf Seiten von Kupferdreh und von Bredeney. Und nach diesem Treffer durfte sich Bredeney vervollständigen. Wir wissen nicht, aber warum und weshalb, aber so steht es in der Regel. Und es ist eine dumme Regel, muss ich ganz klar sagen. Aber das Spiel ging weiter. Überzahl für Bredeney und Treffer für Bredeney. 2:1 Felix Fortuna und wieder bei der Torschütze, der Mann mit der Nummer 10, Michael Kalusche. Kupferdreher drängt noch auf den Ausgleich und Kontermöglichkeiten für Bredeney. Jetzt wird man wieder nervös, aber mit solchen Spielständen kannte sich ja die Truppe von Ralf van Dorp ja aus. Viertelfinale, Sie erinnern sich, 3:1 zurückgelegen gegen Rot-Weiß Essen, aber jedes Spiel ist anders. Und dies ist ein Endspiel. Und dies ist nicht Rot-Weiß, sondern Bredeney. Und Bredeney hat einen sicheren, guten Torhüter. Ihn zu überwinden, ist schon ziemlich schwierig. Schnell abgeworfen, Neuaufbau. Schöner Schuss, knapp verzogen und Gehrig. Da wäre Perez nicht mehr dran gekommen. Der Kalusche. Ah, der Doppelpass zu hoch angesetzt. Heilemann. Auf Nummer sicher. Befreiungsschlag. Und der Neuaufbau. Heilemann. Checkt vor. Das war ein leichtes Foulspiel. Da setzt sich durch. Und dann kam der Pfiff. Korrekt. Freistoß für Hilmar Tamm. Haben alle gedacht. Wir auch. Alle die Zuschauer. Und Jansen gibt die gelbe Karte und Freistoß für Bredeney. Schauspielerei. Klammern vom Stürmer. Bredeneyer. Freistoß für Kupferdreh. Und dann schnell ausgeführt. Glänz ist nicht dabei. Heilemann geht durch. Und alles dachte, das Spiel geht weiter. Und Jansen zeigt auf den Punkt. Gehrig nimmt mit einverstanden. Schauen Sie selbst. Torhüter Glänz kommt raus mit gestrecktem Bein. Okay, aber alles noch im Rahmen. Heilemann geht da durch. Und doppeltes Foulspiel. Nicht die Nummer 3 war es, sondern der zweite Verteidiger fällt da Heilemann um. Und den Neumeter schießt Köthe und Glänz hält. Die große Möglichkeit zum Ausgleichstreffer vergeben. Aber Kupferdreh wurde stärker, gab Gas. Setzte alles auf eine Karte. Man wollte hier doch nicht verlieren. Dramatisches Spiel. Und dann Pfostenschuss. Was ein Pech. Hilmar Tamm hat alles richtig gemacht. Nächste Möglichkeit. Lenz hat Zeit und die Ruhe. Ja, ein super guter Einsatz und Freistoß entschieden. Schnell ausgeführt. Köthe kommt nicht durch, reklamiert, will Handspiel gesehen haben. Jansen hat nichts gesehen, geht weiter. Flodo. Thorsten Kott. Perez. Goethe. Schön auf der rechten Seite läuft er sich frei. Ach, die Ecke war zu kurz. Nachgesetzt, gut, aber Glänz.
Und dann Fehler beim Spielaufbau. Und wenn Sie diese Bilder sehen werden, dann werden Sie sich ärgern, die Bredeneier. Schauen Sie selbst. Und der Ausgleichstreffer durch Mike Weber zum 2:2. Und es gab keine Verlängerung. Sollte man sich vielleicht auch nochmal überlegen, ob man vielleicht im Endspiel eine Verlängerung durchzieht. So musste ein 9-Meter-Schießen her. Hier haben wir Marcel Gehrig, der den Treffer erzielte. Markus Heilemann. Ah, Jansen. Routinierte, dass der Ball nicht richtig lag. Aber er ist routiniert genug, um den Torhüter auszugucken. Und ein verschmitztes Lächeln gab es noch als Nachschlag zum Referee. Der nächste Schütze, der Mann mit der Nummer 11, Simon Schneider, war es, dem die Nerven versagten. Und Alexander Perez Hofmeister, das war der Held auf Seiten der Jungs vom Ralf van Dorp. SV Kupferdreh. Markus Heilemann, der Top-Torjäger vom SV Kupferdreh. Hat natürlich eine Menge dazu beigetragen, wie die gesamte Mannschaft, Trainer und so weiter und so fort. Heile, Highlight für dich oder wie fühlst du dich jetzt? Du hast auch schon eine ganze Menge erreicht in deinem Fußballleben. Das habe ich noch nie erlebt, aber es ist einfach ein geiles Gefühl. Und ich muss auch ein Kompliment an die ganze Mannschaft machen. Weil keiner hat uns auf Rechnung gehabt, aber das Team war einfach stark. Und einfach eine Bombentruppe. Auch gezeigt, ihr lacht. 3:1 zurück gegen Rot-Weiß Essen. Das Spiel war natürlich mega geil. Ja, das war mehr als geil, aber das ist ja das, was ich meine. Da hat keiner uns auf Rechnung und dann haben wir zurückgeschlagen. Also da ist die Mannschaft. Jeder kämpft für jeden und wir geben uns nicht auf. Das ist einfach Wahnsinn. Habt ihr im Vorfeld irgendwo trainiert, irgendwo in der Soccerhalle oder? Ich glaube, wir haben jetzt zweimal trainiert in der Soccerhalle, aber jetzt nicht großartig oder extra drauf trainiert. Wir wollen einfach nur unseren Spaß haben und den hat man, glaube ich, gehabt. Du hast ja schon öfters mal in der Halle gespielt. Das ist jetzt das erste Mal, dass man mit so einer Bande spielt, so, sage ich, Eishockey-Verhältnisse. Wie ist das, besser oder fandst du das früher besser in Werden bei den Endrunden oder was sagst du dazu als Spieler jetzt? Aber Spieler sage ich, wir müssen alle Spiele hier machen. Also das ist so eine geile Halle, da macht so viel Spaß hier und so schnell Fußball kriegst du nirgends woanders. Aber jetzt ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist das geilste Teil, was ich je gesehen habe. Ja, hoffen wir, dass wir noch mehr von diesen Hallen kriegen. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr alle Spiele hier machen, dass wir dann auch eine Kette kriegen können. Also wir haben Borbeck, weil es tut mir leid für die Borbecker, aber die Halle, das ist zu klein. Ich wünsche dir alles Gute, toi toi toi, alles Gute und keine Verletzung für die Rückrunde. Mach's gut, Heide. Bitte. Tschüss. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Powerplay natürlich. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir die ersten Hallenmeisterschaften durchgeführt haben in Werden. Die Endrunde mit Susi der Bonsfeld, du als Spieler und jetzt als Trainer. Ja, ich wollte. Mein Ziel war natürlich immer mal, den Platz als Spieler, das war der dritte Platz damals mit Nieder Bonsfeld, zu verbessern. Und ich denke mal, ja, so lange hat es nicht gedauert. Ich bin nicht so lange noch nicht im Trainergeschäft drin. Aber nach 4 Jahren Kupferdreh haben wir es jetzt endgültig geschafft, hier den, sag ich mal, den Stadtmeistertitel auch erfolgreich oder verdient auch zu gewinnen. Spannendes Endspiel haben wir auf alle Fälle gesehen. Bestes Spiel vielleicht gegen Rot-Weiß? Ja, denke ich auch mal, dass wir gegen Rot-Weiß natürlich nach einem 3:1 Rückstand wieder zurückgekommen sind ins Spiel. Bedingt sicherlich auch durch Überzahlspiel, aber letztendlich muss man gegen einen Landesligisten erstmal einen 3:1 Rückstand aufholen und dann noch das siegreiche Tor kurz vor Schluss erzielen. Du hast dich etabliert in der Liga, stehst ganz oben drin und hast natürlich jetzt auch bei den Hallenmeisterschaften dein Ziel erreicht, das, was du nie als Spieler geschafft hast. Was ist das nächste? Ja, das nächste Ziel liegt natürlich sicherlich jetzt auf dem Platz. Wir sind an erster Stelle in der Bezirksliga und werden natürlich mit allen Mitteln versuchen, aufzusteigen. Und ich denke, das wird noch ein schwerer Gang. Wir haben jetzt noch 15 Spiele vor uns. Gott sei Dank hat sich hier keiner in der Halle verletzt. Das auch ganz, ganz wichtig ist für den Saisonstart. Ja, das ist unser nächstes Ziel. Vielleicht Kupferdreh mal wieder in die Landesliga zu bringen. Wäre möglich, wünschen wir dir vom Herzen. Und natürlich auch den Leuten in und um Kupferdreh und den Fans mit dem strahlenden Trainer vom SV Kupferdreh verabschieden wir uns vom Team Powerplay mit diesem wunderbaren Podcast, den ich mal als Grabstein getauft habe. Und ich hoffe,
dass Sie nächstes Mal wieder einschalten bei unserer Sendung Powerplay, das Sportmagazin präsentiert in Eishockey, Hockey, Fußball, Handball oder Basketball. Bis dahin und danke, Ralf. Bitteschön.